Freunde, ich bin heute mal wieder mit der einzig wahren Nervigen. Ach Mann, ganz ehrlich. Du bist die Nervige, Julia. Den hast du jetzt weg. Dann kann ich ja gehen. Bist du selber drin? Ja, alleine? Ich bin da auch nervig, von daher. Passt schon. Wir sind die Nervigen. Die Nervigen sind heute mal wieder mit euch vereint. Wir haben was ganz Besonderes vor. Ich glaube selber noch nicht, was wir heute machen, Julia, denn... Erinnert ihr euch letztes Mal, als wir gedreht haben, wo wir das größte Raffaello der Welt gemacht haben, wo ich gesagt habe, dass ich sowas auf gar keinen Fall nochmal machen will? Hey, das war voll schön. Dass ich gar keinen Bock habe. Merkt ihr, wie nervig sie ist? Muss ich da noch mehr dazu sagen? Und dann im Endeffekt habe ich aber gemerkt, wie toll es ist, mit Joey das größte Etwas der Welt zu machen. Und deswegen machen wir heute das größte Kinder-Country der Welt. Ja, oh mein Gott, das hier machen wir heute. Warum kaufst du eigentlich immer das Original? Hey, damit wir so einen Vergleichswert haben, bist du doof. Ja, na klar. Genieß dein Kinder-Country und halt die Fresse jetzt. Oh, voll geil. Leute, ich würde sagen, es wird Zeit für die größte Action der Nervigen, die ihr je gesehen habt. Also würde ich sagen, let's go mit dem Video. Woo! Also meine Lieben, heute sind wir nicht ganz normal Joey und Julia. Es ist Halloween vor der Tür und deswegen sind wir heute natürlich kleine bösartige Hexen. Man sieht überhaupt nichts mehr. Der war richtig teuer, ey. Den müssen wir wieder zurückbringen. Mach das Preisetikett nicht ab. Ich habe gerade 5 Minuten in deinem Bad verbracht, um meine Haare zu machen. Richtig dämlich, Alter. Naja, ich habe noch ganz viel anderes gekauft. Guck mal, eine halbe Stunde. Julia, hör auf zu meckern. Guck mal hier, das hier ist so eine schöne Fingerkette in grün. Was ist das denn? Das sind Pickel. Ja, Warzen. Das sind so richtige Hexenwarzen. Mach mir keine Warzen ins Gesicht. Nein, ich nehme keine Julia. Warzen. Ich möchte keine Warzen haben. Weißt du, ich habe schon genug mit meinen Unreinheiten in meinem Gesicht zu kämpfen und bin schon sehr unselbstbewusst. Wie geht das überhaupt? Ja, halt einfach die Fresse. Ja, Leute, ich dachte mir halt so, wenn ich schon keine richtig krasse neue Videoidee habe. Die stinkt. Oh, ja, das passt doch super zu dir. Wie hast du dir das vorgestellt? Diese Linsen, die die Augen komplett weiß machen, also blind. Nein, du bist nicht blind, kannst du da nicht durchgucken. Ich habe 12 Euro dafür bezahlt, wenn das jetzt scheiße ist. Du siehst nichts. Was machen wir hier für eine Scheiße? Ja, wir müssen uns erstmal richtig verkleiden. Wir müssen das Hexenfeeling erstmal haben. Keiner will dieses Jahr Halloween feiern. Aber zu Hause werden die bestimmt sich gerne mal so eine Kontaktlinse reinpfeffern. So, warte, ich muss jetzt ohne Spiegel meine Kontaktlinse rausmachen. Hey, wieso machst du das nicht mit Spiegel? Weil ich das auch ohne kann. Hey, ich sehe ja wirklich gar nichts, Julia. Ja, hab ich auch gesagt, blind. Julia, ich sehe nichts. Ja. Aber sieht es cool aus? Hab ich doch gesagt. Sieht irgendwie gruselig aus, oder? Also, es ist irgendwie ein bisschen zu weiß. Ich sehe gar nichts. Ich habe vorne zwei geholt. So, Leute, ich glaube, wir sehen jetzt aus wie richtig gruselige. Nein, wir müssen noch die hier. Du weißt zuerst dran, ich hab Angst. Okay. Ih, das ist jetzt schon offen. Ih, das läuft jetzt ja schon aus. Och, Joey. Und wir müssen beide zusammen drauf beißen. Wir werden danach so scheiße aussehen. Julia, machen wir es jetzt, oder? Ja, müssen wir doch. Dumme Scheiße. Okay, 3, 2, 1. Boah, ey. Hey, was denn? Ich schmeck voll scheiße. Ich trau mich nicht drauf zu beißen. Mm. Oh, Julia. Ich trau mich auch nicht drauf zu beißen. Ich trau mich nicht. Krieg nicht auf. Ich auch nicht. Ich seh nix. Oh, ich auch. Ich hab's auch. Wie sieht's aus? Voll ekelhaft. Und Julia schmeckt so scheiße. Oh, ich will nicht mehr. Ich hab einfach gar keinen Bock mehr auf dieses Video. Ich krieg's nicht auf. Wir sind zu viele Handicaps hier gerade. Schmeiß doch da mal drauf, Julia. Oh mein Gott. Ich will das nicht essen. Komm, nur mal mehr. Oh, dann mache ich das jetzt auch. Ekelhaft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie du aussiehst. Was soll ich mit dem ganzen Blut machen? Oh Leute, das Video wird bestimmt gesperrt, weil das zu blutrünstig ist. Schmeckt so scheiße. Ja. Boah, sieht aus, als hätte hier jemand seine Periode gehabt auf dem Tisch, ey. Ach, du hattest schon paar. Wir haben natürlich wieder ein ganz besonderes Rezept rausgesucht von unserem Lieblings-YouTuber. Er heißt Ich koche heute. Wie heißt er eigentlich? Bestimmt. Dirk. Meinst du Dirk? Ja, Dirk, ja. Passt gut, ne? Oh, diese Musik, jetzt seh ich schon wieder diese Schokolade auf. Das wird super billig. Guck mal, das sind alle Zutaten. Wir drehen das Video in einer Viertelstunde ab. Hast du verstanden? Ja, ich hab's von Sekunde 1 natürlich. Also, wir brauchen ein bisschen Pappe, weil ich habe keine Pappe bei mir zu Hause gehabt. Oh, und einen Stift, Julia. Oh Julia, weißt du, wie scheiße das ist mit nur einem Auge? Shoutout an alle Blinden, ich fühle euch. Richtig stressig, ey. Kannst du das sagen? Ja klar, oder? Gucken Blinde meine Videos? Nee, gucken nicht. Wenn ihr blind seid und meine Videos hört, dann schreibt mal in die Kommentare. Oder lasst mal irgendjemanden, der was sehen kann, in eure Kommentare schreiben. Joey! Ey, was denn? Alter! Kannst du das halten und ich klebe? Oh. Was? Jetzt müssen wir alles in Frischhaltefolie einwickeln. Oh. Hallo, ich wickle in der Zeit unser tolles Brettchen, weil ungefähr so groß wird es, Leute. Das wird das gigantischste Kinder-Country. Naja. Halt die Fresse jetzt. Hast du jetzt alles? Ich bin noch dabei. Was machst du denn? Was soll das denn? Das Einpacken, du Dödel. So, wir brauchen jetzt einen warmen Topf mit heißem Wasser fürs Wasserbad. Wir müssen uns echt beeilen. Was denn jetzt? Ja, ich muss erst meine Kontaktlinse rausmachen. Nee, die nervt lass mich. Lass doch während das Wasserbad wässert. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall gekochtes Wasser für unser heißgeliebtes Wasserbad. 150 Gramm Vollmilchschokolade. Wie viel? Ich hab's nicht gehört.
150 Gramm? Oh, wir haben viel zu viel. Mach schnell wieder raus. Das sind 400. Oh. So, kannst du mir jetzt sagen, ob ich die gleich in der Hand habe? Ja, hast du. Boah, das ging richtig gut. Ja. Oh mein Gott, die ist genau reingefallen. Aber guck mal, ich habe extra so ein Teil hier gekauft. Ein Pinsel, weil du dich letztens übelst zu... Oh ja, hast. Endlich. Ja. Aha, meine ist viel cooler als deiner. Das ist eine richtig hässliche Farbe. So. Wofür brauchen wir die überhaupt? Ja, um jetzt diese Gitter hier zu legen, weißt du nicht mehr? Dafür braucht man 150 Gramm. Ja, schon viel, ne? Total dumm. Ja, Dirk, hast gehört? Sie findet dich richtig scheiße. Es ist halt nass hier, ne? Das ist meine Linsenflüssigkeit. Linsenflüssigkeit. Ich kann nicht mehr reden, Gleitgel. Das wird voll das kleine Ding. Das wird überhaupt nicht klein. Ja, das kann ich nicht das größte XXL nennen. Wir haben so einen Rahmen schon gekauft, weil wir sind natürlich nicht dumm. Wir füllen das jetzt alles aus, Leute. Ihr könnt es euch sicherlich vorstellen. Wir müssen das auch noch einwickeln in die Plastikfolie, Julia. Wir sind natürlich nicht dumm. Boah, wie nervig. Ja, wir das waschen ist. Das jetzt aber nicht nochmal ab, nee, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Ja, ich will nicht mehr. Das ist mir zu anstrengend. Nee, das ist so kompliziert, dieser Typ. So, Leute, das war jetzt hier fest. Es wird halt keine schöne glatte das Kante. Das ist doch scheißegal. Ja, ich wollte es nur mal sagen. Ih, kannst du mal aufhören? Hey. Krankes Vieh. Kann ich halt auch nur mit dir machen, Julia, sowas. Alle Videos mit anderen YouTubern so bin ich so voll nett und so. Und mit dir so richtig einen auch beleidigen. Hey, aber wir beide, beleidigst du andere auch so wie mich? Nee. Wir sind so nur zueinander so das eklig. Stimmt, mach ich echt nicht. So, wir haben jetzt hier unsere Puffs. Die sind natürlich auch in den originalen Kinder-Countries drin. Das waren die einzigen Cornflakes, die ich früher essen durfte. Echt? Die hier? Ich habe immer die Nougat-Bits gekriegt, die billigen. Ich glaube. Ich glaube auch. Ja, ich glaube, irgendwas stimmt mit meinen... mit... Boah. Und das kommt jetzt ab in den Kühlschrank, Julia. So, Leute, wir kommen jetzt zum nächsten Schritt. Boah, ich kann durch die Scheiße reden damit. Ja, ach nee. Ich kann das auch gar nicht in meinen Mund machen. Ihhh! Du siehst so eklig aus! Oh, ich will dich gar nicht angucken! Boah, ich habe jetzt so richtig oh, viel... Ich habe jetzt richtig schönes Zahnfleisch, wie bei die Cyrus sehe ich jetzt aus. Stimmt. Mm. Das ist Miley. Sieht aus wie Miley Cyrus. Ich bin oh jetzt gerade Miley zu Halloween. Ist auch richtig gemein für alle, die auch viel Zahnfleisch haben, ne? Kann man das sagen? Ja. Leute, wir fühlen aber mit euch. So, wir müssen jetzt unsere weiße Schokolade klein hacken. Oh, ich brauche noch ein Messer. Oh. Wir brauchen noch ein Messer. Du Asozialer! Weil hier ist so alles unnötig, klein. Das klein zu machen. Hä, nee, dann geht's besser. Das ist so unnötig. So gerade auch. Ja, ich sehe so eklig aus. Danke, das ist sehr, sehr nett. Hä, hey, was denn jetzt, Leute? Ich war nur nett. Danke, das ist sehr, sehr nett. Soll ich noch Trinkgeld geben oder was? Gleich zerbricht dein Tisch, ich sehe das schon. Oh ja, dran jetzt. Oh Mann, hier ist alles auf dem Teppich. Hä? Ach stimmt, das ist ja ein Teppich. Oh. Ja, schon doof, dass du den genau hier hinstellst. Wenn ihr nicht selber aufstehen wollt, einfach warten, bis euer Gegenpart aufsteht. Und schon ist das Problem gelöst, Leute. Das ist so abartig. Das schmeckt total lecker. Hast du den gar nicht abgewaschen? Oh mein Gott, stimmt. Den habe ich gar nicht abgewaschen. Der ist frisch aus dem Supermarkt. Boah, ich gönn dir. Ich habe jetzt sämtliche Keime einfach in mir. Ja, das sieht aus wie Erbrochenes. Das passt richtig gut zu meinen Zähnen. Also es kommt jetzt hier noch so ein Ölzeug rein. Verstehe ich nicht, was das ist. Steht soft drauf. Warum nimmst du nicht den Löffel dafür? Ja, 400 Gramm ist ein bisschen mehr. Das ist so eine nervige Doku einfach. Warum willst du jemals zu Rob sagen? Ja, das sind aber noch keine 400 Gramm. Guck mal, Leute, wollt ihr das wirklich essen? Es wird nicht flüssig. Ja, irgendwas ist hier falsch. Aber wenn wir jetzt Wasser dran machen, wird's Kuchen. Denkt da immer dran, Julia. Oh, wir können eigentlich jetzt mal schon unser Gerüst rausholen aus dem Backofen. Das ist im Kühlschrank. Ja, genau, meine ich auch. Leute, das sieht echt richtig cool aus. Schaut mal. Julia, das ist doch voll stückig. Das ist richtig eklig, wenn wir da reinbeißen, dann beißen wir in so ein Stück Fett rein. Oh, Julia. Oh, i. Ja, pass auf, mach mal mit. Komm, ich mach mal da was drüber. Oh, Scheiße. Komm, ganz ehrlich. Ja, ich glaube. Oh, Julia, was du voll wenig. Oh mein Gott, was hast du getan? Das ist mir aus der Hand gerotzt. Oh, gerotzt? Gerotzt. Das hat gerotzt. Oh Mann, oh! Oh nein. Der Löffel ist komplett Scheiße, weg. Keine Ahnung. Nie wieder, das sieht doch, da ist ja. Ih, das ist deine Hand vor der Kamera. Kannst du nicht mal woanders hin tun? Ja, siehst du, jetzt schwimmt die Suppe hier so richtig. Das wird bestimmt gleich alles auslaufen. Nein. So. Oh, doch, hier! Es läuft aus! Scheiße, Julia! Jetzt setz doch nicht gleich wieder die Flinte ins Korn. Ich setz gleich mal dich ins Korn. Nee, ich setz dich in die Flinte. Ey, da muss noch mehr Poffi-Puff rein. Ja, aber so viel Puff? Mach voll mit Puff. Krieg ich Durchfall von so viel Puff. Hä? Noch weniger? Noch weniger? Nee, Julia, das ist ja nur noch Puff. Nein, ja. Weißt du, ich könnte schon wieder kotzen. Ja, ich auch. Lass mal direkt in den Gefrier rein. Okay. Ah, lass leck! Oh, Scheiße. Oh. Leck's weg. Oh, alles leck, alles leck. Scheiße.
Weil du wieder hier übertreiben musstest. Du hast doch selber gesagt, wir machen das nicht. Ja, weil ich auch dumm bin, Julia. Aber mit zwei dumm ist halt schwierig. Weißt du, intelligente Menschen sind meistens so blöd für die einfachsten Dinge, weil sie halt nur Sachen können, die schwer sind, weil sie so intelligent sind. Hör einfach auf zu reden, ey. So, Leute, also wir haben ultra verkackt. Ey, ohne Spaß, ich kann nicht mehr. Das ist halt noch sau heiß, ne? Meine Finger. Wir haben das jetzt grade. Hier in dieses Gefriertruhenfach getan und alles ist schon ausgelaufen. Ja, eigentlich sollte das jetzt schon voll sein, aber noch nicht mal diese Rillen sind richtig überdeckt. Ja, weil wir halt, also die Hälfte ist halt auf dem Boden gelandet. Ja, ich glaube, das war nur Fett, was ich gerade gegessen habe. Sollen wir es jetzt wirklich ja, mach schon? Jetzt. Ja, das wird halt alles wieder jetzt flüssig und schmilzt gleich und dann fliegt alles raus. Nein. Oh mein Gott, jetzt müssen wir schnell machen. Komm jetzt! Ja, noch mach doch mal ein bisschen die Pebbles breit. So, das passt. Das kommt jetzt hier in den Freezer für 3 Stunden und dann haben wir es endlich geschafft. Oh, Julia. Oh. Ja, sorry. Nee, du gehst jetzt erstmal rüber, Julia. Du bist viel zu weit da. Jetzt setz deinen Hut auf. Ich hab meinen Hut doch auf. Ja, deswegen setz ich jetzt auch meinen auf. Also Leute, es ist ungefähr 3 Stunden später. Wir haben inzwischen Julias Video gedreht. Mein Magen ist voll mit Fett und ich kotze gleich. Und ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses Kanter-Country. Kanter-Country, oh. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dieses Ding hier wieder flüssig machen. Und dann müssen wir unser Kanter-Country auch noch umranden. Geil, Dankeschön. Dankeschön. Ich hab auch Danke gehört, hast du gesagt? Ja, Julia, wenn du dich auch mal betätigen würdest, würde das hier alles eine Runde schneller gehen. Leute, es ist halt auch schon spät, es ist schon längst dunkel und ich möchte einfach nur noch ins Bett. Eigentlich würde ich jetzt schon schlafen. Hörst du gar nicht? Was bist du denn für eine Großomi? Es ist halt 18.50 Uhr. Es ist echt schon flüssig, du kannst es holen. Ja, wir können es jetzt holen. Du kannst es holen. Oh, sieht gut aus. Leute, schaut mal, das sieht richtig geil aus. Oh mein Gott. Jetzt kommt die letzte Schicht Schokolade drauf und dann haben wir die Sache in der Kiste. Schokolade. Oh, das sieht... Oh, nein, warte, ich will es aufnehmen. Wo ist mein Handy? Keine Ahnung. Ah, ich hab's in der Hosentasche. Wow. Wow, das ist jetzt richtig enttäuschend. Das war nur noch so ein kleiner Durchfallkleck. Das ist schwer. Was ist das für ein Haar? Oh, Julia, ich hab gesagt, nicht ins Country. Das ist so ein Haar von deiner Perücke. Das ist ein Hut, Julia. Boah, ey, Absturz. Und jetzt müssen wir es halt da rausholen. Und ich glaube, wir können jetzt immer noch alles komplett verkacken. Oha, aber es sieht unten besser aus als gedacht. Ja, ich dachte, das ist alles weiß. Das ist halt voll viel Frischhaltefolie drin. Ja, da ist noch richtig viel dran. Ja, so ein bisschen Plastik schadet nicht. Ja. Das machen die Schildkröten auch schon seit Jahren. Ja, und die ganze Frischhaltefolie. Ja, die ganze Frischhaltefolie. Ja, die ist komplett drin. Oh, scheiße. Oh. Alles wegen dir. Aua, ich hab mir den Finger gestochen. Warum musst du auch so ein scharfes Messer nehmen? Wie zur Hölle sollen wir die Pappe da rauskriegen? Oh, das ist richtig tief drin. Mann, Joey. Ich weine ganz doll. Oh, Joey. Julia, wenn wir das jetzt verkacken, dann kann ich heute Nacht nicht einschlafen. Das ist einfach alles. Und eigentlich müsste ich schon schlafen. Es ist so spät. Oh, weißt du was? Ich koche heute, das ist ein Kackrezept gewesen. Das ist scheiße so. Hier ist keine Pappe. Ja, vielleicht ist die Pappe ja auch einfach hochgegangen. Ja, das kann echt sein. Hier schneidest du jetzt auf. Hast du die? Echt runtergerutscht. Ja, okay, wir können es vergessen. Julia, nein. Die Pappe ist so tief. Ja. Also Leute, die geht halt durch das gesamte Country. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wir können nicht ein Stück Pappe mit Klarsichtfolie da drin lassen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Der erste Lage ist halt leider einfach so, dass wir voll verkackt haben. Aber wir müssen doch wenigstens die Einkerbung hier reinmachen, damit es für das Thumbnail cool aussieht. Ja, okay, komm. Also wirklich, ich bin maßlos enttäuscht. Ich habe schon so viel von dir nachgekocht, ja. Aber das hier ist wirklich eine herbe Enttäuschung. Guck dir mal dieses Massaker an. Du meintest sogar noch, wir werden da in einer Viertelstunde fertig sein, aber das ist so easy. Ja. Wir drehen das Video in einer Viertelstunde ab. Und jetzt haben wir das hier. So, und ich will aber auch streichen. Ach ja, dann mach doch. Wo ist mein Pinsel? Ja, der ist sauber. Julia, das sieht so unordentlich aus, wie du das machst. Ja, dann gib mir doch meinen voll eigenen schlampig. Pinsel. Gib dir gleich mal Schlampe, ich sag mal. Kann ich jetzt auch mal? Nein. Oh. Ja, komm, weißt du was? Pinsel du, ich will den zweiten. Hä, aber das ist so überflüssig. Wir sind du bist fertig. Überflüssig. Leute, es ist so spät schon. Ich würde jetzt eigentlich schon 3 Stunden im Bett liegen. Ja. Ist das eklig, Julia. Wir sind ja. richtig eklige Menschen, weißt ja, du das eigentlich? Ja, und wir essen gleich Plastik mit Pappe. Das ist einfach ein Kinder-Country mit ganz besonderem Überraschungsteil. Geht gut durch. Du schneidest halt jetzt auch mit durch die Pappe, ne? Aber sieht's gut aus? Sieht's gut aus, Leute? Also bis auf die Pappe, die man sieht, sieht's gut aus? Es sieht aber echt aus wie ein Kinder-Country, oder? Sieht wirklich aus wie ein Kinder-Country. Sieht schon geil aus. Okay, wollen wir es probieren? Und sogar die Puffs sind drin. Ja, die haben wir auch reingemacht. Wie das ein Haar. Von deiner blöden Hutpampe. Okay, Chin-Chin. Oh. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ich hab Pappe im Mund. Oh mein Gott, das hängt an dem Haar.
Ist das eklig, Leute? Boah, ich kann nicht mehr. Oh, das schmeckt eigentlich richtig geil. Nee. Hä? Mein Fazit, man erkennt so die Ähnlichkeit zum Kinder-Country, aber diese Füllung ist viel zu hart. Und die ist auch viel zu fettig, ne? Ja. Was für ein Desaster, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich bin komplett fertig. Wir haben jetzt erstmal die nächsten Tage mit Pappe rauspulen zu tun. Also, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und guck mal, es sieht eher aus, als hätten wir gerade in Scheiße gewühlt. Es geht jetzt aber auch noch weiter, Leute, denn wir haben auch noch ein Video für Julias Kanal gedreht. Das findet ihr jetzt hier eingeblendet und den Link dazu auch nochmal unten in der Beschreibung. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Vergesst nicht, bei Julia vorbeizuschauen. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald.